Ja, hallo Leute, hier wieder euer Tose mit Let's Play Skyrim die Unendliche. Wir sind hier bei dem Quest Bruchstücke der Vergangenheit und sind mittlerweile im Moortal, haben auch das Heft von Meros Klinge in unseren Besitz gebracht. Wir könnten das gleich zurückbringen und wir könnten aber auch gleich schauen, ob wir die Bruchstücke der Klinge von Meros Klinge in unseren Besitz bringen und auch den Knauf, ja. Darum, wir haben uns jetzt kurz mal hier umgeschaut. Wir haben die Alchemistin in Moortal besucht, die Gashemme hier, da ist ja einiges im Argen, da gibt es ja auch ja eine Jarl, ein abgebranntes Haus und ja, alles mögliche hier, ganz mysteriös, aber wir schauen da gleich mal auf die Karte, wo wir als nächstes hinstarten, wenn der Quest jetzt wirklich noch eingeloggt ist, der ist noch eingeloggt und hier, ja, wir könnten das mal auslocken, damit wir nicht da in Schwierigkeiten geraten. Der nächste Zielpunkt ist zurück nach Dämmerstein, das zurückbringen oder ja, wir hier schon gleich mal nach Dämmerstein bringen, das kommt zurück. Dann haben wir es weg und reisen gleich mal schnell, ja. Das nächste Reiseziel ist, glaube ich, weit unten im im Südosten. Da müssen wir, glaube ich, durch die Pampa marschieren, aber mal schauen, was unser Auftraggeber jetzt einmal dazu sagt, ja. Irgendwie sind die Quests auch ein wenig, ja, wo war denn der? Da oben? Ja, da hinten in der Hütte war er, ja. Da in dieser letzten Hütte hier, ja genau. Weit gefächert und weit gezogen, ja. Da gibt es unendlich viele Ladebalken und ja. So. Jetzt einmal, komm, red mir. Wie sieht es aus? Habt ihr eines der Klingenteile? Das Heft von der Klinge, wie versprochen. Habt ihr den Griff ausprobiert? Ist es nicht unheimlich, wie er sich völlig der Hand anzupassen scheint? Hier ist euer Gold. Jetzt brauchen wir nur noch den Knauf und die Teile der Schneide. Ja, ich hab das gedacht, ich krieg's. Wenn ihr mich sucht, ich kümmere mich um das Museum. Ja, cool. Ich habe mir jetzt gedacht, wir werden das dem nicht zurückbringen, aber wir bringen das einfach so ruckzuck hin und her. Und falls es wirklich dann eine gute Idee ist, diese Klinge zu behalten, dann nehmen wir sie ihm einfach ab. Da wäre das nächste und wir haben ja noch einen Marker irgendwo, oder? Da. Also wir müssen so oder so weit reisen. Ich glaube, da ist es näher, ja. Kommen wir da hin? Ja. Schauen wir mal, wieder reinkommen und dann schauen wir weiter. Dieser Quest muss doch zum Abschließen sein mit 2-3 Videos. Hoffe ich doch. Aber dass ich da schon mal war, das könnte ich ja gar nicht behaupten. Ich glaube, das ist sogar in der Festung noch. Na klar, das war ja ein Satz mit X. Das war mal nix. Ja, wir waren da oben schon. Wir werden da einfach ausrüsten. Magie, nämlich Veränderung, glaube ich, war das. Oder Illusion, Hellsehen. Ja, komm. Ja, wir müssen raus wieder. Leute, es tut mir leid. Voll falsch verpeilt wieder. Aus dem Weg, Bruder. Ja, ich will mit euch auch. Entschuldigt, aber wisst ihr etwas über dieses Haus? Habt ihr gesehen, dass jemand hinein oder hinausgegangen ist? Verdammt. Ja. Ist schon klar.
Nochmal vorsichtshalber. Ja, okay. Wir müssen da von außen starten. Wir müssen da außen rundherum irgendwo durch die Pampa wieder. Wie auch immer. Ich hätte auch gleich einmal unseren Begleiter mitnehmen können, aber wir könnten da gleich einmal nachfragen, ob es noch einen Kampfhund für uns gibt. Da unten. Bei unserem. In Reach braucht. Achso. Ja, dann nehmen wir doch gleich einmal ein Pferd auch, ne? Ihr braucht etwas. Kaufe ich doch gleich. Ich habe eins gesattelt und fertig gemacht. Wie viel wollt ihr dafür zahlen? Hier ist mein Angebot 1000. 1000? Das klingt fair. Sie gehört euch. Wie gesagt, sie steht gesattelt bereit. Nun gut. Mögen die Felsen nicht straucheln lassen. Gesattelt. Pferd von Tosita. Wir haben da eine. Ihr wart ein guter Freund für mich. Das bedeutet mir etwas. Wir kennen uns schon, ja? Hund und so? Ein Kampfhund ist eine gute Begleitung und ein guter Schutz. Okay, man kann bis zum nächsten Mal. Nur einmal das Ding kaufen. So, wir haben jetzt ein Pferd auch. Wir haben einen Hund, ein Haus und ein Pferd. Jetzt muss ich nur noch auf der Karte nachschauen, ob wieder irgendwann. Ja, und da schauen wir gleich mal nach, ob da ja ein Pferd für uns verfügbar ist. Wir haben Reach braucht ihr ein zuverlässiges Pferd. Das können wir euch bieten. Kannst du, ja? Wenn ihr ein Pferd gut behandelt, dann trägt es euch bis ins Reich des Vergessens und zurück. Finde ich ja cool. Dann kaufen wir doch gleich mal ein Pferd. Ich habe eins gesattelt und fertig gemacht. Wie viel wollt ihr dafür zahlen? Ich will aber wenn ich's 1000, ja, lass mir mal. Das klingt fair. Sie gehört euch. Wie gesagt, sie steht gesattelt bereit. Eine Sie, ja? Mögen die Felsen eure Füße nicht straucheln lassen. Pferd von Tosita, Leute. Ja, ich muss dazu sagen, zwischen dem letzten Cut und diesem hier sind jetzt mittlerweile ein paar Tage vergangen. Ja, es ändert nichts an meinem Zustand. Aber ich habe das Pferd versenkt. Echt wahr. Wir sind da im Texas-Style einfach runtergesprungen in den Fluss und ja, ich nenne sie mal Rosinante, hat das nicht überlebt. Nun gut, wir müssen da rund um den blöden Berg herum, ja, ja. Und da gibt es Bären und Zweiglinge und eben, ich weiß nicht was auch immer, alles Mögliche. Und wir reiten mal kurz auf einem mysteriösen Geisterpferd durch die Gegend. Ich kann da glaube ich auch keine Zauber einsetzen, gar nichts, wenn wir reiten, egal. Aber mittlerweile glaube ich, ich weiß schon, wo wir hin müssen. Über die Brücke da runter. Und also weil die Reitsequenzen kommen, finde ich, nicht so cool rüber. Ich glaube, wir können auch schneller reiten, ja. Galoppieren. Aber wir lassen es mal. Also wir haben noch einen neuen Begleiter, ein Pferd, ja. Und wir müssen da dann rechts rauf hier. Und irgendwann mal gibt es eine, ja, eine Festung oder irgendwas. Die wollen uns echt abschießen dort. Da ist. Was ist denn da los? Also wir können da auf dem Pferd gar nichts machen. Ja, kann ich da runtersteigen von dem blöden Pferd? Ja.
Was ist denn mit dir los? Spinnst du? Vollkommen? Schild und? Ja, was haben wir da? Das ist nämlich nicht geladen. Komm her, Mädel. Und? Machen wir auf Blocken ein wenig, ja? Ich will. Nee, das wollte ich ja nicht. Du armer Tremora, ich weiß ja nicht, unter welchem Befehl du standest, aber ich wollte dich eigentlich nur zurechtweisen. Egal. Und ist unser haben wir unser Pferd auch gleich wieder verloren. Wo ist denn unser Gaul? Rosinante, da. Kann ich dich nach Hause schicken, bitte? Reden? Nein, wir müssen mit dem Zeug echt laufen. Also, galoppieren wir. Scheint gemütlich dahin, egal. Da kommt noch so einiges auf uns zu, Leute. Aber ich finde, die Reitsequenzen sind echt nicht dem Spiel würdig, ja. So. Der Gaul gehört irgendwo auf den Acker, aber nicht ein Höhlenbär. Wie kann ich denn da runter bleiben? So. Ja. Nehmen wir das wieder. Wir sind ja schon. Jetzt, das gibt wenigstens eine coole Sequenz. Ja, Leute, cool. Wir müssen aber dann Pelz mitnehmen. Wir haben dann eine Quest angenommen, ja. Ja, 1 von 10. Ich habe da, glaube ich, 3 daheim herumliegen. Ja. Wie gesagt, wo ist denn jetzt unser Pferd schon wieder? Schmarrn, ich laufe ohne Pferd durch die Gegend. Das nervt echt. Ich mag eigentlich keine Pferde. Ehrlich gesagt. Ja. Da gibt es eine Festung. Genau, das ist so ein Schmarrn. Die sind echt böse. Wir müssen da eigentlich rechts rauf. Glaube ich halt einmal. Und die haben uns angegriffen. Ich habe auch keine Ahnung warum, das letzte Mal. Und da oben gibt es einen Zweigling. Und da bin ich mit dem Pferd vorbeigaloppiert. Aber wir sollten doch mal schauen, ja. Magie, automatisch. Lass uns da rein. Illusion. Hellsehen, sorry. Darauf, ja genau, passt schon. Das ist ein. Ja, okay. dass die Jungs sich immer so aufregen, ich verstehe das ja nicht. Wir nehmen das Schwert wieder. Ha 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 ha!
Also ich gebe dir noch eine Chance. Würden wir verschwinden. Geh heim. Ja, geh heim. Also es kann mir keiner einen Vorwurf machen. Ich habe das wirklich versucht, ja. Die Klauen kannst du sparen. Ich brauche einen Pelz und einen. Der hat einen Ring verschluckt. Ich glaub's ja nicht. Und da. Den Pelz brauche ich auch. Gut so. Ja. So. Also wir sind da mal vorbei. Ich werde mal kurz einmal raufspringen. Kann ich. Doch. Einen Rundumblick machen und ich denke, das Video wird wieder mal zu lange und wir müssen darauf irgendwo, ja. Also du siehst er allein unterwegs, ne? Das Pferd haben wir stehen lassen, weil das bringt ja überhaupt nichts und die Bären, ja, sind auch nicht einsichtig. Also diesmal verabschiedet sich du siehst er ganz allein und wir sehen uns gleich wieder bei der nächsten Session. Euer Toso. Ciao.